aber ich kann mich an nichts aus dieser Zeit erinnern. Die alte Welt wurde in den Flammen des nuklearen Feuers vernichtet, als ich noch ein Kind war. Zusammen mit 40.000 anderen rettete ich mich in die Metrostationen, tief unter der Stadt. Seitdem sind 20 Jahre vergangen. Und der Aufstieg in die Umarmung eines endlosen Winters ist nur wenigen tapferen Seelen vorbehalten. Die Metro wurde zu unserer Heimat. Und zur Festung gegen die albtraumhaften Mutanten der Tunnels. Wir hatten jedoch nie die Hoffnung aufgegeben, an die Oberfläche zu kommen. Doch eines Tages tauchte eine neue Bedrohung auf. Und so fanden wir uns in einem Krieg wieder, der unsere Existenz bedrohte. Der Tunnel wurde kälter. Miller und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende. Aber hatte ich die Courage, den Willen, alles durchzustehen? Hey, Artyom, als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken? Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. Irgendwas bewegt sich im nächsten Raum. Öffne das Tor, ich decke dich. Öffne das Tor, ich gebe dir Deckung. Die Scheiße geht dir ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem. Artyom, schau in diesen Kisten nach Moon und Medipacks. Bereit, Artyom? Mir nach. Verfehlt. Na ja, klettere hoch und versuche es noch einmal.
Auf nach oben. Mhm. Anscheinend Gunner zu Hause. Bevor wir an die Oberfläche gehen, musst du die Gasmaske anlegen. Ohne sie bist du wie ein Fisch auf dem Druck. Wir sind fast da. Dies ist das Korolette. Es ist ganz nah am Turm. Gemeinsam ziehen. Artyom, unser Ziel. Kommen! Ullmann, bitte kommen! Ende! Ich höre Sie laut und deutlich. Ende. Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Ende. Froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was zum Teufel ist das? Bildet einen Kreis! Ruhig bleiben! Auf eure Kehrseite, Jungs. Ja, anscheinend wird es härter als in der Bibliothek. Auf mein Zeichen. Scheiße! Feuer frei! Thank you.
Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der... Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. Was haben Sie vor? Sie jagen und alle abknallen? Das ist nicht mal lustig. Hallo, Artyom. Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Wir müssen etwas tun. Was können wir denn noch tun? Sie werden uns alle umbringen. Wir werden sehen, was Hunter sagt. Sergei! Habt ihr meinen Sergei gesehen? Hallo, Artyom. Letzte Nacht wurde noch eine Patrouille angegriffen. Das Krankenhaus ist voll. Alexei, er war am Außenposten. Lasst ihn in Ruhe. Er ist verwundet. Alexei war dabei. Hat ihn jemand gesehen? Peter. Der Hauptmann sagt, er sei in Ordnung, aber ich hoffe, er lebt noch. Ah, du bist es. Komm herein, Alex. Hallo, Artyom. Die Leute wollen ihre Verwandten sehen. Wie geht es den Verwundeten? Ach, keine große Verbesserung. Zwei sind heute Morgen gestorben. Die Schwarzen töten nicht einfach so. Gott, wird das jemals aufhören? Ich ertrage es nicht mehr. Bleiben Sie von mir weg!
Es ist Hunter. Hunter, klopfe nicht an. Öffne das verdammte Tor. Willkommen, Hunter. Danke, und jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange her, Hunter. Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, Artyom. Also, Hunter, was ist neuerdings da draußen los? Meistens von der Messestation und den Untoten, die eure Tunnel heimsuchen. Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Da musste ich an dich denken. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Naja, was auch immer die sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Eindringlinge im Hauptluftschacht! Sie kommen von oben! Was war das? Scheiße! Das hat uns noch gefehlt! Hier, direkt hinter der Wand sind Verwundete! Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Alex, wir müssen hierbleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung. Artyom, hol dir schnell deine Waffe. Verdammt, so weit sind sie noch nie in die Station eingedrungen. Es ist das Krankenhaus. Sie riechen das Blut. Artyom, bist du okay? Natürlich ist er das. Unkraut vergeht nicht. Keine Schwarzen hier. Nur der übliche Tunnelmist. Selbst wenn du sie nicht siehst, die Schwarzen sind da. Furcht ist ihre Waffe. Deshalb sind die Nosalis auch wie Ratten geflohen. Die sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus. Der nächste Schritt in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Und weißt du was? Wir haben verloren. Was ist bloß mit dir geschehen, Alex? Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe. Mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo Novus in die Hölle mitnehmen. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. 10 Soldaten, zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen, ihr Geist zerstört. Sie haben den äußeren Wachposten zerstört! Weiß der Teufel, was da draußen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Artyom. Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polizeistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlasse mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht.
Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis! Verstehst du? Hunter war nicht zurückgekommen. Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Riga ziehen wollte und Wachen brauchte. Ich meldete mich dafür.